Weiter geht's bei Super Mario 64. Und es könnte in diesem Teil der absolute Endspurt sein. Es fehlen nämlich nur noch zwei geheime Sterne. Im letzten Part haben wir die Regenbogenraserei zu 100% abgeschlossen. Es war auch schwer genug. Und jetzt geht's ja mit den geheimen Sternen weiter. Und da befindet sich hier direkt gegenüber von der Regenbogenraserei der vorletzte geheime Stern. Und der könnte sich schon auch als schwierig erweisen, weil hier müssen wir jetzt fliegen. Und das habe ich halt irgendwie nicht so gut drauf, deswegen, ja, können wir mal gespannt sein, wie das wird. Hier gilt es ganz einfach, die roten Münzen einzusammeln. Das bedeutet ja an sich von der Tätigkeit her nicht sonderlich schwer. Es geht halt nur darum, die zu erreichen. Aber da mir auf der einen Seite auch immer, ja, mit neuen Flugkappen eigentlich ausgestattet werden, muss ich immer nur aufpassen, dass ich halt immer eine Frische am Start habe, dass es nicht während ich fliege mir die Zeit abläuft. Und da sehen wir zum letzten Mal Buddy die rosa Bombe. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Der kommt nämlich im letzten Bowser-Kurs kommt der nicht mehr vor. Oder mir wäre es jetzt. War der da? Ich glaube nicht. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Ich sammle erstmal die rote Münze hier ein, die dritte an der Zahl. Und dann noch schnell eine Flugkappe hinterher, bevor ich in die Kanone reingehe. Mal schauen, wo tue ich mich denn da am besten hinschießen? Direkt auf ihn drauf. Nee, kommen wir da oben auf die Plattform so ohne weiteres? Ich weiß gar nicht, probier's mal so. Das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ist es die Startplatte eigentlich? Ja, das ist tatsächlich die Startplatte. Da hätte ich vielleicht. Ja, vielleicht von der aus. Ja, weiter nach da gehen sollen. Wäre das vielleicht besser gewesen direkt? Komm, ich tu mal hier kurz. Ich sammle die einfach nochmal neu ein. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ich werde mich mal im Rückwärtssalto auf den Block befördern und gucken, vielleicht schaffe ich es ja dann hoch zu den Seilen. Oder sollen das Seile oder Lianen? Irgend sowas in der Art und am besten halt nicht runterfliegen, das wäre schon sehr geil. Schaffe ich das? Ja, okay. Erstmal den Block nochmal zerstört. Gibt es vielleicht eine bessere Methode, da hochzukommen? Ja, wahrscheinlich direkt hinschießen mit der Kanone. Da hinten gibt es nämlich nochmal einige. Moment. Ja, genau. Dann mache ich es lieber von da aus. Oder gab es da unten eigentlich noch zufällig? Gab es da noch eine rote Münze auf der Plattform? Ne, da schwebt nur ein Extra-Leben drin. Okay, ich gehe mal rein. Und schieß mich dann zu den, ja, was auch immer das sein soll, aber es sieht schon lianenmäßig aus. Ich mach mal so. Reicht es? Okay. Ja gut, noch ist nichts verloren. Wir können ja hier den Kurs einfach wechseln. Ach, und da oben drauf sind sogar zwei Stück. Ich hätte jetzt nur auf die geachtet, wo halt unterhalb der Plattform hier ist. Das Start drin, extra Leben wahrscheinlich. Da ich hier eh die Flugkappe nochmal auf der Plattform habe, kann ich ein bisschen Zeit mir nehmen. Wenn die jetzt verloren gehen sollte, ist egal, weil ich kann ja hier direkt eine nächste nehmen. Okay. Bis jetzt geht's, oder bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Wir haben fünf rote Münzen. Okay, da ist noch eine fies in der Wolke drin. Wo ist die jetzt? Jetzt sehe ich es nicht mehr. Okay, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich nehme mal. Nein! Nein. Ja, okay. Das hat ja schon mal super funktioniert. Okay, auf ein neues. Das wollte beim ersten Versuch noch nicht so rechts. Ist aber egal. Ich tue ja auch Gott sei Dank kein Leben verlieren, wenn ich hier ja eigentlich sterbe. Wie ihr gesehen habt, kommen wir da ganz normal draußen im Schlossgraben wieder raus. Und jetzt denke ich mal, bei dem Versuch bleibe ich dann direkt mal gleich oben. Dass, ja,
Ja, dass ich halt erstmal die oberen Münzen einsammle und dann erst die, wo weiter unten liegen. Ich denke mal, das macht vielleicht mehr Sinn. Mal schauen, wo war denn die jetzt mit der grauen Wolke, wo so durchsichtig war? Die war doch hier irgendwo, oder nicht? Da unten war nur das Extra-Leben. Okay, komm, dann schieße ich mich... Oh ne, da ist sie, ja. Aber dann mache ich... Okay, jetzt diesmal nicht den gleichen Fehler wieder machen bei der Plattform mit der Kanone drin. Jetzt bin ich aber auch gerade... Okay, das ist fast schon wieder schief gelaufen, aber ich habe es noch hinbekommen. Dann schieße ich mich gleich mal wieder nach da oben. Oder ich hoffe zumindest, dass ich mich direkt da instant hinschießen kann. Machen wir mal... Wie habe ich denn das gemacht? So? Okay, das hat schon mal gut funktioniert. Rote Münze Nummer 2. Nummer 3. Ja, okay, das Extra-Leben soll mir mal egal sein. Auf die kommt es wirklich nicht an. Nochmal einen Dreisprung, falls ich das noch nicht gesagt habe, den kann man, wenn man die Flugcappy trägt, kann man den Dreisprung... Okay, Nummer 4, die war nicht schlecht. Da kann man den Dreisprung auch im Stand machen, sonst kann man im Stand maximal einen Doppelsprung machen. Aber keinen Dreisprung. Aber wenn man die Flugcappy trägt, geht es. Und wir haben jetzt schon einen ordentlichen Zug drauf, das merke ich jetzt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich merke es auf jeden Fall. Deswegen ist gerade ein bisschen schwierig für mich, das hier, ja, halt die Richtung so abzutimen. Wie komme ich denn jetzt am besten da hoch? Ja, mit der Kanone. So. Ja, wenn wir halt zum Sturzflug sind, dann nimmt er ordentlich Tempo auf. Und wenn man dann zu nah an der Plattform ist, dann kommt man so in dieses, dass man so auf den Bauch rutscht halt. Und dann ist gleich Essig. Wenn man dann halt nicht in dem Flugmodus ist, dann fliegt man halt die Plattform dann runter. Und wie kriege ich denn das am besten hin? Gar nicht mal so hoch, gell? So vielleicht? Ja, fast. Es müssen halt noch kurz eine Drehung nehmen. Und dann bitte da an die Dinger hin, bitte. Okay, das hat funktioniert. Kamera, mach mit. Okay, das sieht gut aus. Da lass mich mal fallen. Okay. Da bleiben wir Gott sei Dank nur in der Wolke stecken. Ist eine weiche Landung. Dementsprechend ist das... Bis jetzt läuft es ganz gut. 5 rote Münzen, aber die hatte ich davor auch. Aber ich glaube, ich habe die schwereren jetzt schon mal eingesackt. So, welche fehlen jetzt noch? Das war die Startplatte. So, da unten jumpt noch eine. Und das meine ich, wenn man dann so im Sturzflug ist und der rutscht dann so auf den Bauch, dann tut man halt schon... Ja, dann kann es böse ausgehen. So, die Frage ist, wo ist die letzte? War bei Buddy unten noch eine? Schon, gell? Ja, genau, da schwebt auch noch eine rum. Dann fehlt nur noch die letzte. Ich fülle so allem Überfluss nochmal die Flugkappe neu auf oder nehme halt eine neue. Und jetzt mal schauen, wo war denn jetzt noch eine? Kann man hier, wenn ich jetzt auf... Okay, das geht in der Kanone nicht. Ich wollte auf Start drücken, weil dann sieht man ja meistens den Kurs so ein bisschen von weiter weg. Und kann dann... War ich da schon auf der Plattform? Weiß ich gar nicht. Da ist die, okay. Perfekt. Rote Münze Nummer 8. Dann müssen wir nur noch auf die Startplatte zurückkommen. Das sollte aber kein Problem sein, eigentlich. Ich hoffe mal, dass ich jetzt da kein Mischbau... Okay, die habe ich... Ja. Die ist mir durch die Lappen gegangen, aber macht nichts. Ich warte einfach auf einen neuen Block. Komm schon. Jawohl. Und ich glaube, das war jetzt ganz gut, dass ich in die andere Richtung geguckt habe, weil da ist jetzt auch die Kappe in die andere Richtung dann geflogen. Und dementsprechend... Weiter in Richtung Wolke und nicht in Richtung Abgrund, deswegen konnte ich die gerade besser fangen. Also die Kappe. So, damit auch wirklich zu einem Überfluss nochmal eine Flugmütze einsammeln. Und dann schießen wir uns mal hoch zur Startplatte hier.
Das ging dann doch ja besser, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn auch mit einem Fail, aber sei es drum. Sehr schön. Stern Nummer 119, dann fehlt nur noch Bowsers. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Kurs heißt. Der erste ist ja Bowsers Schattenwelt, dann kommt Bowsers Lavasee und ich weiß gar nicht, wie der letzte heißt. Ein geheimer Stern des Schlosses. Sehr schön. Ja, ich denke mal, das wird dann der letzte Part, ja. Wenn ich jetzt nicht noch bei Bowser komplett einen Misch baue. Wir schauen mal. Aber ich denke, mit 119 Sternen, da sind wir gut gewappnet. Gegen den Dicken. Und ich tue mal, dass ich jetzt auch bei gewissen Sprungpassagen keine Diskrepanz habe, mache ich nochmal ganz kurz mein Aufnahmeprogramm zu. Dass ich auch ja, so wenig wie möglich Verzögerung habe vom Aufnehmen her. Und diesmal direkt vor dem Bowser-Gemälde. Da unten in Bowser Schattenwelt, wo er das Peach-Gemälde sich so langsam verwandelt, hatten wir nicht so gut die Möglichkeit, uns das anzugucken. Hier haben wir sie jetzt. Aber egal, dem werden wir jetzt gleich gegenübertreten. Und den aus seinem eigenen Zuhause rauswerfen und es kommt gar keine Sprechblase. Ich dachte, jetzt wird noch mal was gesagt von dem. Aber ich denke mal, es gibt dann auch nicht mehr viel zu sagen. Es ist der, ja, der letzte Kampf, der letzte. Ja, es ist kein richtiger Kurs, aber trotzdem. Der letzte Stern, so wie bei denen davor, also in den Bowser-Welten, gibt es ja jeweils immer einen Stern einzusammeln für die roten Münzen, so auch hier. Und die sind ein bisschen fies versteckt dieses Mal, also teilweise nicht immer. Ein paar liegen ganz normal auf dem Weg, aber so wie die hier mit dem Block, das früher, wo ich das erste Mal gespielt habe, das wusste ich überhaupt nicht. Also, dass da, wie man da hinkommen soll, oder halt nicht, wie man da hinkommen soll, sondern ich wusste nicht, dass sich da eine Münze befindet. Wie soll man da auch drauf kommen? Wenn man, okay, wenn man läuft, könnte man da drauf, auf die Schatten achten. Und dann hat man gesehen, dass da oben was rumschweben muss. Aber wenn man ein bisschen unaufmerksam spielt, so wie ich teilweise, dann kann es schon sein, dass es einem halt einfach nicht auffällt. Und hier unten die Plattform auf gar keinen Fall missen, weil, also das finde ich, ist wirklich die asozialste. Die habe ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie habe ich denn das rausgefunden? Ich denke mal, das war schon zu Zeiten dann, wo ich freien Internetzugang hatte daheim. Und hier gab es keine mehr, wollte ich nur mal ganz kurz sicher gehen. Da musste ich dann im Internet nachschauen, wie das geht. Eine Komplettlösung hatte ich nicht. Und dementsprechend, ja, selber rausgefunden habe ich es auch nicht. Oder bin ich mir zumindest sicher? Bin ich da selber drauf gekommen? Ich glaube nicht. Weil das ist echt. Also die ist echt hart, die rote Münze. Da drüben könnte man jetzt noch hingehen zu Bomberman und da hinten steht noch ein Wump einsam rum, aber ich glaube, da war keine rote Münze, deswegen sollen die uns egal sein, die zwei. Können die gerne miteinander kuscheln oder so, ich weiß es nicht, aber mich in Ruhe lassen. Und hier wieder obligatorisch der Schalter mit den, für die Treppen, so wie auch schon in Bowsers Schattenwelt. Da gibt's Münze Nummer 4. Halbzeit. Von den Feuerspeiern lasse ich mich mal einfach nicht beirren, da springe ich einfach dran vorbei. Die haben mir in der Regenbogenraserei schon genug zugesetzt. Wer den letzten Part gesehen hat, ja, Ahoi für meine Seite. Das war nicht sehr schön. Hier einfach mal die Platte ein bisschen passieren lassen, dass wenn man hier dann so runterrutscht, dass man nicht in den Abgrund fliegt. Und ansonsten, ja. Geht diese Strecke eigentlich auch ganz gut. Ja, von den Bob-Ombs nicht verarschen lassen. Hier hinter dem, ja, was ist denn das? Hinter dem Kegel gibt es auch nochmal eine rote Münze. Das heißt, die auch nicht vergessen. Die ist vielleicht auch ein bisschen böse gesetzt. Oder ja, nicht ganz so böse wie die davor. Aber ja, wenn man schnell so durchrusht und halt das Spiel nicht kennt, dann kann man die schon gut und gerne mal vergessen. Oh. Oh, das sah nicht gut aus. Was mache ich denn? Ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig, Blut. So. Da hätte ich mir jetzt fast noch um ein Leben gebracht. Aber ja, aufs, das Leben wäre mir jetzt gar nicht mal so arg gewesen. Halt nur, dass die roten Münzen hier weg gewesen wären. Wobei ich die ja als auch gerade ganz gut am Einsammeln bin.
Es wäre mir halt nur jetzt. Es wäre halt nur so eine Zeitfrage jetzt gewesen, wenn ich es halt nochmal hätte spielen müssen. Es wäre schon cool, wenn ich das alles jetzt im First Try schaffe, zumindest einmal jetzt. Hier den letzten, das letzte Level. So, einmal hier auf die, ja, Schach. Das Schachmuster nochmal drauf, auf die. Diesmal sind es rotierende Platten, keine Treppen. Aber die gab es ja auch schon. Das heißt, alles nichts Neues hier. Und auch dieser Wind ist nichts Neues. Der hat mich in der Regenbogenraserei auch ein Leben gekostet. Und wir haben 7 Stück, gell? Das heißt, hier ist die letzte. Auch sehr fies unter der Treppe. Wer guckt denn danach? Ich meine, wenn man hier entlang läuft, dann geht man ja schon eigentlich davon aus, dass da Endegelände ist. Also, dass es da einfach nicht runtergeht, wenn man jetzt hier die Kamera so hat. Ich meine, wie soll man das sehen? So, es fällt einem einfach nicht auf. Und Tatsache, nach 21 Parts, oder es ist ja der 21. Part noch nicht zu Ende, und nach über einem Jahr, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ich das aufnehme, mit meinen unregelmäßigen Upload-Zeiten, 120 Sterne, damit ist das Spiel beinahe geschafft, es fehlt nur noch der Endboss-Kampf. Unglaublich, du hast einen weiteren Stern erhalten. Eigentlich wäre es jetzt cool gewesen, wenn da gestanden wäre, du hast den letzten Stern erhalten, aber sei es drum. Ab geht's in Endboss. Und diesmal mit richtig cooler Orgelmusik noch. Und mit der Regenbogenfarben Bowser. Mario, wie schön dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille, nämlich dich. Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig Herrscher des Schlosses. Der soll nicht so dicke Backen machen. Und jetzt werde ich dann doch nochmal ganz kurz für den Kampf, sorry, nochmal das Programm zumachen. Aber ich habe einfach keinen Bock, dass es jetzt kurz vor Schluss deswegen noch ein Fail hagelt, weil ich irgendwie hier, ja, weil die Zeit ein bisschen hinterher zieht. Das Prinzip ist allzeit bekannt. Wir müssen ihn einfach am Schwanzende packen und der hat aber ein paar neue Tricks drauf. Und einfach in Richtung Bombe schleudern. Das erste Mal haben wir ihn schon. Der kann so einzelne Flammen speien, die sind nicht so schlimm. Aber wenn der so in die Luft Feuer speit, da kommen dann so diese blauen Flammen, ihr habt es gerade gesehen, die springen so über den Boden. Das heißt, die sind schon relativ fies, weil die uns... Oh, fuck. Ja, jetzt habe ich mich gerade treffen lassen und ihn dafür nicht. Scheiße. Aber die Flammen tun auch Gott sei Dank ein paar Münzen hinterlassen, da können wir uns bei Zeiten immer wieder aufheilen. Also wenn wir schnell genug sind, weil die Münzen verschwinden ja auch wieder. Und die Kamera ist hier so ein bisschen blöd gesetzt, die macht nämlich nicht so mit. Und das ist auch so ein neuer Move von ihm, der rennt so, will uns ein bisschen, ja, so plattwalzen. Einfach nicht gefallen lassen und hoffentlich habe ich bei dem Versuch ein bisschen mehr Zielwasser getrunken. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel Pace, so ungefähr. Oh fuck, es hat nicht gereicht. Okay, da habe ich mich erstmal meine Nase gebrochen an dem seinen Elefantenoberschenkeln. Gleich nochmal, perfekt. Okay, die Ruhe bewahren. Der dreht sich aber auch echt schnell, der Sack. Nein, nicht runterfliegen. Nein, der ist immer so, wenn man den lässt, dann speit er halt dann schon gut und gerne mal Feuer. Und ich würde jetzt ungern mich nochmal vom Feuer erwischen lassen. Okay, jetzt vielleicht, ganz genau, Treffer Nummer 2. Und da muss man jetzt aufpassen, weil der lässt nämlich jetzt die Dings, der lässt jetzt die Platten um uns rum zerbrechen, dann ist die, oh Gott, aufpassen, da ist die, ja, die Plattform hier so sternförmig. Okay, und da haben wir ihn. Wenn ich jetzt keinen Mist baue, könnte es das gewesen sein. Ich hoffe, ich krieg's hin. Nein! Oh, fuck. Ich wollte jetzt extra nicht so arg schleudern, weil ich... Oh Gott, dann jetzt mich nicht treffen lassen von den Schockwellen, bitte. No, fuck! Nein! Och, Mann. Ich dachte, ich krieg's im First Try hin. Ich habe mich halt aber auch unnötig treffen lassen jetzt. Ach, ärgerlich. Ich dachte, ich krieg's im First Try hin. Egal. Da muss halt nochmal ein Versuch herhalten. Da können wir nochmal hier den geilen 3D-animierten Bowser genießen. In Nahansicht. Aber komm, der soll mir jetzt nicht so viel volllabern. Das ist das, was ich meine. Der kann auch so einzelne Flammen spucken.
die dann halt jeweils zu Münzen werden können. Ich glaube, die werden aber sogar erst zu Münzen, wenn wir Energie verloren haben. Und jetzt konnte ich ihn nicht dran hindern, so Feuer zu speien. Scheiße. Oh Gott, und das ist mir schon mal nicht gelungen. Aufs Neue. Ach Mann. Es hätte vorher so schön sein können. Aber egal, ich komme nicht drum rum. Nein, lass es gut sein. Du wirst jetzt kein Feuer speien. Nein! Hey, das ist doch nicht so schwer. Komm. Ja, und wenn er halt auf diese jeweiligen Stellen schon springt, wenn er ja von der Plattform runterfliegt und er springt dann auf eine jeweilige Stelle drauf, die halt dann nachher in der dritten Runde, wo er dann alles zum Stern abbrechen lässt. Ach Mann! Wenn er da auf so ein Teil drauf springt, dann bricht er das auch schon im Vorhinein ab. Um halt ganz einfach die Plattform zu verkleinern. Ja. Für ein Leben habe ich jetzt. Oder für eine Münze. Oh Gott! Hey, ich will jetzt nicht nochmal sterben. Komm. Das krieg ich doch hin. Junge. Scheiße, der ist nicht so schwer eigentlich, wenn man halt das drauf hat mit dem Werfen. Ich hab's scheinbar nicht drauf. Komm, vorher habe ich es doch auch hinbekommen. Was ist jetzt los? Okay, Joystick, mach mit. Jawohl, das könnte gut aussehen. Ja, Treffer Nummer 1. Blöd ist halt nur, dass ich schon wieder halb tot bin oder mehr sogar wie halb tot. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Da, die sieht gut aus. Komm. Das reicht noch nicht. Ah, Mann! Hätte es nicht reichen können von der Distanz jetzt. Okay. Den muss ich, glaube ich, gar nicht so sehr... Ja, genau. Aber jetzt halt bitte nicht nochmal treffen lassen. Das wäre schon sehr stramm. Okay, wir haben ihn nochmal. Wo ist eine gut gelegene Bombe? Hier. Nein, das war nicht gut. Da hätte ich wieder ein bisschen mehr machen müssen. Bitte nicht treffen lassen jetzt. Okay. Es sieht nicht so schlecht aus eigentlich. Okay. Wenn ich es jetzt... Ja, eigentlich kommt, es ist nicht so schwer. Jawohl. Jawohl, wir haben's. Geil. Jetzt muss ich noch schnell den Fail rausschneiden und dann ist alles gut. Nee, Spaß. Ich glaub's nicht, du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne. Da ist die Nachricht, auf die ich gewartet habe. Im Schloss zu finden, dann habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Uah! Das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde. So long. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. I'll be back. Der Terminator-Spruch. So, und der Stern ist natürlich kein regulärer Stern, der symbolisiert nur, dass wir das Spiel endlich geschafft haben. Und das ist schon irgendwie episch mit dem Einstrichleben. Jawohl. Mit dem Dreisprung. Ach, sehr geil. Ich habe mein erstes Let's Play zu Ende gebracht. Sehr, sehr stramm. Aber jetzt gucken wir uns. Es ist noch nicht zu Ende. Noch nicht 100% zu Ende. Es kommt natürlich noch eine Kleinigkeit. Die werden wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen. So, die Flugkappe hört auf zu wirken und wir können... Oder wir tun die Macht der Sterne wieder dem Schloss zurückgeben. Und da links oben im Eck könnt ihr ihn sehen. Da ist ein alter Freund von uns, der in diesem Spiel noch nicht aufgetaucht ist. Der wird jetzt aber gleich seinen Auftritt haben, aber erstmal zur guten Peach. Ach ja. Sehr schön. Ich halte mich jetzt mal kommentartechnisch einfach mal kurz zurück, bisschen.
So, gefühlt uns kurz gar nicht gesehen. Jawohl, dank uns. Und was gibt's jetzt als Belohnung? Gibt's was? Ja, kein Ding. Echt jetzt? Was gibt's? Oh ja. Jawohl. So, jetzt will ich aber auch Kuchen essen. Wir sind ja eigentlich schon von Folge 1 dann nur deswegen da gewesen. So, Mario, jetzt kann ich es dir gut gehen lassen. Zumindest bis zum nächsten Projekt. Ach ja. Mario 64, sehr schön. Jetzt habe ich es auch einmal Let's Played in meinem Leben und nicht nur privat gespielt. Und bei der Musik kriegen wir uns schon so einen leichten Gänsehautschauer, also bei mir zumindest. Es ist halt so sehr kindheitbehaftet, deswegen. Jetzt können wir nochmal bei den Credits alle schön designten Level durchgehen. Bums Wuchtwall, davor Bobums Bombenberg, Piratenbucht Panik, Jolly Roger Bay sozusagen, ja. Sehr schön musikalisch unterstrichen das Ganze nochmal. Ja, was gibt's noch zu sagen? Es ist mein zweites Let's Play gewesen. Es ist nicht, oder ich würde mal sagen, ich wollte jetzt eigentlich gerade zum Satz ansetzen. Es ist nicht alles perfekt gelaufen, aber das, denke ich mal, geht auch überhaupt nicht. Es, denke ich mal, war ganz gelungen dafür, dass es, ja, für mich als quasi unerfahrenen Let's Player oder ohne Erfahrung mit dem ganzen Kommentarstil und währenddessen zocken und so. Das habe ich mir auch am Anfang so, ehrlich gesagt, leichter vorgestellt. Wenn man so zockt, ohne was zu sagen, ist es schon was anderes, wie wenn man dann nebenher so das Spiel versucht, ein bisschen zu kommentieren. Das war dann doch anspruchsvoller für mich, als ich gedacht habe. Deswegen war es auch. Da hatte ich dann, ich denke mal, deswegen war. Hatte ich auch so ein bisschen die Pausen dazwischen, weil ich mir gedacht habe, okay, komm, es ist schon. Früher war so für mich, okay, ich setze mich hin, ich zocke jetzt einfach so als Entspannung, aber jetzt ist schon auch ein bisschen, ja, in gewisser Weise Arbeit dahinter. Dementsprechend, das war alles Neuland für mich. Aber dass ich das jetzt mit so einem, ja, mit einem Kindheits. Mit einem schönen Kindheitsspiel von mir so erleben konnte, ist dann doch, ja. Ist es dann doch schon eine sehr gute Erfahrung gewesen. Ja, Regenbogenraserei, hör mir auf. Und ich habe noch gesagt, TikTok-Trauma wäre so schlimm gewesen, aber eigentlich Regenbogenraserei war eigentlich genauso anspruchsvoll, genauso schwer. Da nochmal die Schalterpaläste oder der hier, der grüne Schalterpalast. Gänsehaut, ohne Spaß bei dieser Musik. Jo. Und damit war's das. Also zumindest schon mal vom normalen Gameplay her. Ich werde jetzt noch was Kleines zeigen, aber ich denke mal, es werden sich auch schon viele denken können oder die meisten wissen, worum sich da handeln wird. Und selbst da haben wir gerade links oben im Eck Yoshi gesehen. Das ist doch mal ein Kuchen, oder? Obwohl, jetzt ist eher eine Torte, gell? Kein Problem, Mario. Gerne wieder. Und jetzt kommen wir, glaube ich, an den Punkt, wie es bei den alten Spielen oft so war, dass halt der Endbildschirm kommt und man dann nichts mehr drücken kann. Es bleibt dann quasi nichts anderes übrig, außer Reset zu drücken. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Dann sehen wir noch einmal, ein letztes Mal, den Startbildschirm. Oder zumindest fürs Erste, ja. Und ja, dann geht's nochmal rein in den Spielstand D. Weil jetzt, ihr hört's vielleicht. Hört man das? Ich glaube, wenn ich näher rangehe vielleicht. Weil davor war es ja hier relativ still, bis auf das Vögelgezwitscher. Aber jetzt, auf einmal, man kann Schritte hören. Und
Die werden wir uns jetzt gleich angucken, wer das ist. Und zwar ist jetzt dadurch, dass wir 120 Sterne haben, die Kanone hier draußen im Schloss. Ja, den Schlossgarten ist falsch gesagt. Aber jedenfalls hier vor dem Schloss, da wo vorher das Gitter war, ich weiß gar nicht, ob ich das gezeigt habe. Jedenfalls war da ein Gitter. Mit 120 Sternen öffnet sich das und wir können uns aufs Dach schießen vom Schloss. Und da werden wir jetzt gleich einen alten Freund sehen. Also auf meinem Kanal noch nicht. Da gab es den noch nicht zu sehen. Bis auf jetzt nämlich. Yoshi! Aber natürlich, wer Mario spielt, oder ich meine, jeder Mensch kennt Mario. Und da ist natürlich Yoshi ein Allzeit Begleiter. Hey Mario, seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen, nämlich Mario World, das ich auch noch spielen werde. Ist jetzt chronologisch quasi falsch oder habe ich halt davor nicht gespielt. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte. Aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr, du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Powersterne zurückerobert? Unglaublich. Und die Prinzessin, du hast sie gerettet? Cool. Aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Nun habe ich noch eine ganz spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet, aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Jetzt werden noch von Yoshi unsere Leben auf 99 aufgefüllt. Das kann sich kurz hinziehen. Wie gesagt, die extra Leben braucht man nicht unbedingt, aber es ist trotzdem ganz cool, jetzt irgendwie das mal zu sehen, so mit 100 Leben. Und damit verabschiedet sich unser guter Kumpel wieder. Das, was sie gesagt haben, dass man das Spiel nochmal unter veränderten Bedingungen spielen kann, ist nur bedingt richtig, weil es hat sich in manchen Kursen halt manches verändert. Zum Beispiel ist in Bob ums Bomben, Quatsch, in Bibberberg Bob, der Pinguin. Zum Beispiel ein bisschen dicker jetzt, also es gibt so kleine Veränderungen, alle kann ich jetzt auch nicht aufzählen. Ich muss sogar ehrlich gestehen, dass die mit dem Pinguin die einzige ist, die mir gerade einfällt. Das heißt, es war alles eigentlich relativ unspektakulär, aber soll uns egal sein. Wichtig ist, wir haben das Spiel zu 100% abgeschlossen und da können wir jetzt schon mal mit der Flugcappy ein bisschen hier draußen rumfliegen. Wir haben es uns verdient. Aber da kann man jetzt noch zum Abschluss, würde ich sagen, die höchste Stelle im Schloss zeigen. Okay, im Schloss ist sie ja nicht, aber halt außerhalb. Ich weiß gar nicht, wie fliegt man da am besten. Machen wir einfach mal so. Ich hoffe, dass es nicht zu hoch war. Ich denke mal, das sollte passen. Hier einfach mal den Cursor so gerade halten, so gerade wie möglich. Und dann hier aufs Dach mit uns. Und es gibt jetzt hier eine Wand, wo man hoch kann. Ich glaube, hier war das. Nein! Okay, das war die falsche. Dann war es, glaube ich, hier. Ja, genau. Hier kann man nämlich hochrennen. Oh Gott. Pixelsalat. Oder ja, er hat sich kurz die Textur verabschiedet. Und hier ist jetzt wirklich der höchste Punkt. Da können wir jetzt nochmal schön alles überblicken. Und ja, mehr gibt es eigentlich hier dann auch nicht zu machen. Die Flugkappe hört auf zu wirken. Da können wir nochmal die Stille hier genießen. Und ja, das war's. Ich denke mal, ich weiß es nicht, was es als nächstes Projekt von mir geben wird. Es wird auf jeden Fall noch viele weitere Spiele geben. Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht, jetzt Mario 64 zu spielen, aber auf der anderen Seite muss ich ja sagen, ich bin sehr froh, dass es jetzt abgeschlossen ist. Ganz einfach, das auch so für mich. Ich habe jetzt mal ein Let's Play zu Ende gebracht. Hoffentlich folgen noch viele weitere. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen, dieses ganze Projekt und vor allem auch dieser Part jetzt. Wir sehen uns im nächsten Projekt wieder oder im nächsten Part von Pokémon Rot auf jeden Fall. Also macht's bis dahin gut und ciao.